Wie fühlst du dich? Danny, sag mal was. Danny. Kann ich nicht. So, das hier ist eine Gottesanbeterin. Die beißen schon tatsächlich öfters. Also, guck mal. Jetzt ist die Spinne sehr aggressiv. Guck mal, jetzt ist die beißbereit. Also sogar ich hab grad Angst. Ja. Hast du gesehen? Jetzt ist sie aggressiv. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu diesem Premium-Upload, liebe Freunde. Echt, heute wird's haarig, es wird grün, es wird lebensgefährlich. Es wird lebensgefährlich, liebe Freunde. Heute begrüßen wir einen ganz besonderen Gast, der auch ganz besondere Leute und Tiere mitgebracht hat. Macht mal einen richtig fetten Applaus für Adi! Hi. Sehr, hallo. Einmal den Platz. Wir werden heute verschiedene Insekten auf Dennis' Körperteile legen. Und ihr könnt ja jetzt schon mal in die Kommentare schreiben. Habt ihr Angst vor Insekten oder sagt ihr, boah, da habe ich gar kein Problem mit? Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Adi, erstmal zu dir. Ja. Du bist ja ein Superstar. Du bist der Mann, dem die Insekten vertrauen, würde ich sagen. Kann man sagen. Du bist der Schabenflüsterer vom Dienst. Schabenflüsterer, ja. Erzähl mal ein bisschen. Du bist ja, also ich kenne dich hauptsächlich von Instagram. Ja. Da lest du ja fast täglich Dinge. Mein eigentlicher Job ist Zucht von tropischen Insekten. Mhm. Ich züchte die Insekten, verkaufe die auch und zeige die auch in Social Media. Und wo kriegst du die Insekten her? Zum Beispiel von anderen Züchtern. Es gibt auch andere Leute, die solche Insekten halten. Mhm. Ich reise auch immer wieder in die Länder, um neue Arten zu finden für die Zucht. Ich probiere auch immer neue Arten zu finden, die noch nie da waren zum Beispiel. Ist das schon mal passiert? Hast du schon mal eine Art gefunden, die noch gar nicht auf dem Planeten vorher gesichtet auch, wurde? Wir haben schon 4 neue Arten gefunden. Wow. Also komplett neu entdeckte Arten. Heißen die denn alle auch Adi? Adi 1, 2, 3? Wir haben immer noch keinen Namen. Das dauert Jahre, bis die eine richtige Revision bekommen. Okay. Und dass es dafür wirklich zuständige Leute gibt, die für diese Tiergruppe zuständig sind. Das dauert echt lange. Das ist ja der Hammer. Hast du schon mal Insekten von dir verspeist? Nein. Ob er welche von sich gegessen hat? Ja. Was ist denn, wenn mir etwas schmeckt? Darf ich was aufessen? Kannst du probieren. Dennis, noch bist du nicht im Dschungel. Sag uns doch mal, was du heute uns mitgebracht hast. Wir fangen mal hier an. Das erste Tier ist eine Geiselspinne. Mhm. Auch als Harry Potter Spinne bekannt. Weiter im Text, haben wir noch da. Okay, weiter. Da haben wir eine Jagdspinne aus Australien. Jagdspinne ist für mich nicht so Riesenjagdspinne hat sehr schwaches Gift, ist nicht gefährlich für Menschen. So, was haben wir dann? Dann haben wir wandelnde Blätter. Okay. Auch komplett harmlos. Können nichts machen, außer runterfallen. Okay, das klingt nach mir. So, dann haben wir eine. Jetzt wird's spannend, glaube ich. Afrikanische Gottesanbeterin. Wow. Gottesanbeterin, die beißt nicht irgendwie Männern den Kopf ab? Auch. Nach dem Geschlechtsakt? Auch, die beißen allen den Kopf ab. Okay. Da ist was ganz Kleines, aber. Dann haben wir was ganz Kleines, ganz Süßes. Eine kleine Springspinne. Die aber ziemlich starken Gift hat. Jetzt nicht gefährlich für deinen Körper, aber sehr schmerzhaft. Mhm. Du hast etwa über eine Woche starke Schmerzen, vielleicht auch Fieber. Mhm. Ich finde das total interessant, bevor wir zum letzten Paket kommen. Ja. Du hast ja gar keinen Ekel davor, ne? Nein. Also du legst dir, ist ja dein Markenzeichen, du legst dir hauptsächlich alles ins Gesicht. Ich bin jetzt nicht der Megaschisser, wenn es um Insekten geht, aber ich finde das, glaube ich, auch vor allem bei so Rieseninsekten ekelhaft. Schon in Richtung ekelhaft. Zum Beispiel die ganzen Leute in Asien, so, das ist auch normal für die. Die haben keinen Ekel vor sowas, weil die damit auch immer was zu tun haben. Mhm. Und für uns ist das was Neues, was wir gar nicht kennen. Wir können es gar nicht einschätzen, was das ist. Mhm. Ob das angreift, ob das irgendwie beißen kann. Nach einer Zeit kannst du dich aber dran gewöhnen. Okay. Zum Beispiel, wenn du meine Videos schaust. Mhm. So, ich will jetzt mal was haben. Ich will jetzt mal so ein Ding. Genau, die letzte müssen wir noch anmoderieren. Die Größe. Da haben wir noch was. Gott. Großes da, und zwar eine australische Riesengespensterschrecke. Oh Gott, das ist wirklich was. Oh Gott. Ein sehr fettes Weibchen. Dennis, da stehst du da drauf. Heute Schema. Was für dich? Oh Gott, das bewegt doch so rhythmisch. Hm? Ist das ein Griff oder warum bewegt sich das? Ja, das ist so ein Tarnverhalten. Das finde ich zum Beispiel gerade total abstoßend. Wirklich, da rollt sich alles bei mir hoch. Die bekommst du aufs Gesicht. Okay, ich würde sagen, liebe Freunde, fangen wir an. Ich glaube, ich fange mit den harmlosen Blättern an. Okay, dann lass das mal. Oh Gott. Mal die Einsteigertiere. Dennis, nicht den Arm frei machen, das Gesicht frei machen. Nee, aber auch mal den Arm. Also, ich will erstmal so eine Hand. Mach erstmal auf den Arm drauf und dann.
wie Tore Schölermann. Erstmal das Jackett hoch. Jo, danke. Oh, das geht plötzlich so schnell alles. Das ist auch eine Art aus Philippinen. Oh Gott. Ja, die sind ganz noch süß. Ein bisschen größer. Mhm. Guck mal. Das ist doch sogar fast schon niedlich, oder? Komm, einer ist nicht genug, das zu haben. Okay, warte. Okay. Scheiße. Aber denn, das ist echt niedlich von Weitem. Das ist wie so ein Animationsfilm. Okay, voll süß, oder? Oder? Die finde ich ja, Dennis, die mögen dich. Hm? Die wollen alles dein Gesicht, siehst du das? Können die beißen oder sowas? Nein, die können nichts. Was? Wie verteidigen die sich denn? Die können doch Beine verlieren und sich fallen lassen als Verteidigung. Das ist ja toll. Guck mal. Hilfe. Da. Machen wir direkt hier weiter. So. Wenn schon, denn schon. I love my job. Die zweite läuft schon von allein nach oben. Oh, cool. Das ist wie in so einer Therapiestunde. Ja. So. Wie fühlst du dich? Mhm. Dennis, sag mal was. Sag mal was, Dennis. Kann ich nicht. Aber ist das denn, was ist das für ein Gefühl? Ist das soft? Schwer? Kratzig? Ich bin ganz kurz vom Weinen. Ich finde, das steht dir, Dennis. Kannst du öfter steht tragen. Mir. Den Augen auf. Super! Könnt ihr dich nachempfinden, was ich gerade durchmache? Mal, zweite kommt schon. Ja. Super, ich würde sagen, wir machen die nächsten in Dennis' Gesicht. So, hier ist die Geiselspinne. Jetzt kommt. Oh nein. Die kann ziemlich schnell aggressiv werden. Oh nee. Also Dennis, sag ich dir mal was. Machst du nicht aggressiv? Oh Gott, das passiert nicht, Dennis. Also. Die sieht echt gut aus. Die hat vorne diese Fangarme. Und der ziemlich große Stachel an den Fangarmen. Guckst du überhaupt? Okay, ja, ein Auge guck ich. Und mit den Fangarmen sticht sie. Also sie schlägt mit den Fangarmen. Aber guck mal, du hast dir quasi den Arm jetzt gehoben. Warum greift die dich denn nicht an? Weil die jetzt nicht aggro ist. Die fühlt sich wohl, nee. Die ist entspannt. Die beste Sendung, die ich jemals gemacht habe. So. Dennis, und wie fühlt sie sich an? Die Daumen mal schön hoch. Was ist das für? Dennis, sag mal, du musst beschreiben. Ich hab mir gerade einen BH geschwärzt. Was ist denn, wenn die Spinne jetzt auf die kleinen Blätter trifft? Nee, das weiß ich nicht. Es kann sein, dass die aggressiv wird oder die fressen will. Mhm. Jetzt wird das ja wahrscheinlich nicht passieren, weil die nachtaktiv ist. Mhm. Das heißt, die schläft wahrscheinlich gerade. Ja, die ist in so einer Ruhestellung, ja. Ruheposition. Ja, okay, ich glaube, ich bin bereit fürs nächste Tier. Oh, jetzt bist du ja langsam mutig. Aber nicht, dass die gegenseitig fressen wollen, deswegen sollen wir alle. Na, das lass uns jetzt weiter Hand. Oh, nee, komm. Doch. Nee, warte. Erstmal haben wir noch andere. Wir finden das. Der Adi ist der Chef hier. Oh nee, wirklich, das ist gerade wirklich hardcore. Aber du willst ihn hinlegen? Ich habe gehört, der steht doch auf so. Der steht darauf, total, ja, total. Das tu jetzt nicht so. Das muss, glaube ich, auch ins Gesicht, sein, sonst haben wir nämlich keine Gesamt. Ja, warte mal, Benni, erstmal. Okay. Also, bist du geheilt, Dennis, das ist toll. Ja. Es ist großartig. Aber die schwingt so hin und her, die will nicht boxen oder so. Das ist wirklich nicht schlimm, Dennis. Es ist wirklich nicht schlimm. Komm. Stell dir vor, das ist ein Stock. Aua. Aua, sagst du schon, du hast den ja noch gar nichts gemacht. Also. Du musst erst erklären. Sie hat diese Hinterbeine mit großen Stacheln. Wenn die sich aufregt, schlägt sie mit den Beinen. Ist das, Migi, sag was. Ich sag nichts. Also sie kann auch erstmal auf meine Hand, damit ich erstmal gucken kann, wie sie sich anfühlt. Oh Gott, genau. Hilfe, Hilfe. Ich will aber nichts zu dir. Wie will ich zu dir denn? Jetzt hast du ein schlechtes Parfüm drauf. Oder gar keins. Ich bin steif vor Angst. Boah, ist das scharf. Beide Arme hoch, Dennis, dann sehen die Zuschauer nichts. Stimmt doch. Und wie fühlt sich an? Piekt's? Tut's weh? Ich spüre, dass es weh tun könnte. Das ist ganz wirklich dornig. Aber sie ist gerade aggressiv, weil das Hinterteil so nach oben gedreht. Da ist sie ganz sauer. Manchmal beißen die auch, das passiert selten. Ganz kurz, das war nicht alles noch. Sie bewegt sich. Sie bewegt sich. Das ja, ist gut. Ja, klar, die bewegt sich. Die lebt. Das ist ein Lebewesen. Die Stacheln sind nicht ohne. So, das hier ist eine Gottesanbeterin. Die beißen schon tatsächlich öfters. Oh, das ist ja schön, die ist ja die springt auch gerne. Agil. Aber ganz kurz, ist lass die springen, warte. Aber das ist eine andere Spinne, die wird die doch attackieren. Oh Gott. Nee, die haben miteinander nichts zu tun, die mögen sich, die respektieren sich. Oh, jetzt geht's aber ganz schnell. Perfekt. Oh, jetzt. Na? Das ist aber ein schönes Bild. Jetzt darf sich das Blatt bloß nicht bewegen, sonst wird das gefressen. Wenn es also unter dem Durst stehen würde. Dafür zahle ich. Wenn ich jetzt nicht Todesangst hätte, würde ich sagen, es ist eigentlich ganz schön mit der Natur im Einklang zu sein. Ja, dann bleib doch mal, komm mal runter. Aber wie fühlst du dich jetzt? Eigentlich kannst du, okay, ich weiß nicht, was oben abgeht. Da, das ist egal. Was, wenn die ins Ohr gehen? Die legen auch gerne Eier ins Ohr. Was haben wir denn da noch Schönes? So, dann haben wir noch eine Sache, die wir rausnehmen können. Aber bei der Sache muss man ein bisschen aufpassen. Und zwar ist diese Spinne sehr schnell. Und geht sehr, und geht sehr gerne in Spalten. Also deine Hose oben lassen. Genau. Jetzt, guck mal, schau dir erstmal an. Also guck mal. Jetzt ist die Spinne sehr aggressiv. Guck mal, jetzt ist die beißbereit. Das will ich nicht. Was heißt beißbereit? Nein, dann möchte ich nicht. Ich stelle die Vorderbeine auf und mach die Zähne schon mal auf.
Wir müssen schauen, dass die. Nee, ich will keine Beißbreite. Die ist nicht Beißbreite, das war ein Witz. Nee, das, ich hab's gesehen, war ein Witz. Das war ein Joke. War nur ein Joke. Da war ein Zwinker-Smiley dran. Guck mal, wie nennst du die? Das, Dennis, stell dir vor, du hast nicht geträumt. Du bist Spider-Man, Dennis. Willst du Spider-Man sein? Ja, er will einer sein. Los, Adi, er möchte einer sein. Aufs Gesicht. Dennis, ganz ruhig. Das, also sogar ich hab grad Angst, ne? Also die beißt gerne, ne? So. Aber hat die nicht mein schon mal Gesicht ist mein Kapital. Wenn das schon dein echt? Kapital ist. Das merkt man nicht. Du. Oh, das war ganz schön schnell, ne? Liebe Freunde, okay. Schreibt natürlich jetzt mal zeitgleich in die Kommentare. Habt ihr Angst davor? Würdet ihr es auch machen? Und natürlich ganz viel Props an Dennis, der das hier durchzieht. Achtung. Oh mein Gott. Nein. Okay. Ich wollte gerade schon fressen. Nicht Augen aufmachen. Okay. Das ist ein geiler Auto. Das ist doch jetzt. Besser geht's nicht. Wie geplant. Das ist krass. Also, das ist einfach krass, gell. Endlich bist du krass. Du hast deine Berufung gefunden. Du bist ein Baum. Du bist ein Baum. Ich würde jetzt gerne die letzte ausprobieren, aber ohne, dass jemand anders auf mir drauf ist. Nee, du bist mit alle drauf. Das ist eine Party. Da kannst du dich aber nicht Leute rausschicken. Party, so. Jetzt ein bisschen David Guetta im Hintergrund. Viele Tanzbeine. Ja, was macht die? Ich glaube, sie will Eier legen. Am besten in Dennis' Nasenloch. Haben wir noch ein Tier? Nee, also das letzte Tier, das nehmen wir lieber nicht raus. Das wird zu gefährlich. Die ist halt auch sehr schnell und springt die ganze Zeit. So eine okay, das möchte ich natürlich nicht, machen wir gleich off-cam. Wir haben die auch gestern nicht rausgenommen, wir haben probiert, aber die war zu aggressiv, die hat sofort dann gebissen. Oh. Gebt mir Like dort, Freunde, und schreibt euer liebstes Insekt auf. Respekt, Dennis, dass du das so durchziehst. Das ich möchte, dass du erstmal alle wegtust und dann möchte ich, dass der Benni dieses Insekt auch nochmal nimmt. Du, da habe ich kein Problem mit. Ja. So, Benni, ich möchte nochmal hier. Hast du gesehen? Jetzt ist sie aggressiv. Jetzt. Fast. Jetzt ist sie aufgewacht. Warte, jetzt haben wir noch das Handel. Die auf Bennys Gesicht. Dann haben wir das, was du wolltest. Die tun ihm weh. Die tun ihm weh. Das können wir ja nicht bringen. Weißt du, wie sich das anfühlt? Kennt ihr Kletten? Kletten, die man schmeißen kann? Ja. So fühlt sich das an. Ja, so ungefähr. Kann ich die Hand jetzt umdrehen und das bleibt hängen? Also, mit der Maul? Ja, bleibt hängen. Oh. Das ist ja der Oberhammer. Liebe Freunde, habt ihr Fragen an den Adi? Der wird jede Frage beantworten in den Kommentaren. Und schreibt auch euer Lieblingsinsekt in die Kommentare. Adi, besorgt's euch. Ich besorg's euch. Da schreien schon die Hände. Lasst einen Daumen nach oben da, liebe Freunde. Besucht den Adi auf all seinen Kanälen. Wir hauen alles in die Wokpfanne jetzt. Wir hauen alles in die Wokpfanne und ordentlich Sojasauce. Auf geht's. Auf Worldwide Wiedersehen und Farewell.